Ach ja, und falls ihr noch nicht meine Audiosurf-Videos gesehen habt, die ich gestern hochgeladen habe, dann würde ich euch empfehlen, dies zu tun. Vor allem, wenn ihr das Spiel Audiosurf noch nicht kennt. Das ist wirklich ein klasse Spiel für zwischendurch. Kann man auf Steam kaufen und kostet, soweit ich weiß, 5 oder 10 Euro. Also wirklich nicht viel. Und ja, man kann mit Audiosurf all die Lieder, die man besitzt, quasi fliegen oder auch fahren. Da man fährt dann mit so einem kleinen Raumschiff und jedes Lied, was man Audiosurf laden lässt, wow, was? Die Pfeile hängen in der Luft. Na gut. Und wenn man ein Lied in Audiosurf lädt, dann erstellt er für jedes Lied einzeln eine einzigartige Strecke. Ihr müsst am besten einfach selbst ein Video davon gucken, was ich hochgeladen habe gestern, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Da passend zum Beat gibt es Hügel in der Strecke und die Blöcke, die man einsammeln muss, kommen auch passend zum Beat. Und wenn man dann irgendein Drum and Bass Lied nimmt oder generell irgendein Lied mit starkem Beat, dann ist es einfach jedes Mal ein wundervoller Genuss, die Lieder zu fahren. Ich werde dann wohl auch einen Link jetzt ins Video stellen, damit ihr direkt dahin kommt. Ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ich denke, ich werde das so jede Stunde, mit der ich mit Oblivion beschäftigt war, vielleicht einen Teil Audiosurf rausbringen. Also sprich alle 4 bis 5 Videos. Immer so ein bisschen zur Entspannung, zur Auflockerung, dass auf meinem Kanal vorerst nicht nur Oblivion drauf ist. Ja, machen wir mal weiter. Also dann, der Eingang zum Gang. Ich schließe ihn für euch auf. Viel Glück. Danke. Ach, du bist schon fertig. Alles klar. Ach gut, ich dachte schon, die anderen würden mir nicht mehr folgen. Alles klar, dann... dann wollen wir mal weiter. Yay, Athletikfähigkeit verbessert. Ich muss am Anfang ein bisschen rumzuhüpfen. Ich glaube, wenn man eine ganz hohe Akrobatikfähigkeit hat, dann kann man sogar schon anfangen, in der Luft den Bogen zu spannen. Das wird dann extrem praktisch. Oh, Akrobatik ist gestiegen, sehr gut. Ah, und was ich auch noch klären wollte... Wo kann man das nochmal nachschauen? Hier, als ich meine Klasse selbst erstellt habe, da konnte ich ja hier die Hauptskills aussuchen. Und vielleicht hätte zu meiner Klasse besser Athletik oder Akrobatik gepasst. Oder vielleicht wäre auch Sicherheit oder, wie heißt das? Waffenschmied wäre vielleicht praktischer für mich gewesen. Aber das Ding ist, dass wenn man 10 Punkte in den Fähigkeiten hier bekommt, in den Hauptfähigkeiten, kriegt man ja ein Level-Up. Und mit jedem Level-Up werden auch die Monster stärker. Zumindest viele andere Monster kriegen auch parallel mit dem Hauptcharakter ein Level-Up. Damit quasi die Herausforderung in Oblivion immer da ist. Und man nicht irgendwann total overpowered rumläuft und einfach alle Monster niederschießen und niederschnetzeln kann. Deswegen leveln die mit. Und wenn man jetzt bei den Hauptfähigkeiten auch so Sachen wie Athletik oder Akrobatik drin hat, dann kann man sich ja vorstellen, dass man extrem schnell leveln wird. Man levelt dann ja oder kriegt Fortschritte beim Leveln allein dadurch, dass man einfach nur rumläuft oder rumspringt. Und dadurch wird der Charakter ja nicht wirklich stärker. Das heißt, man kriegt ein Level-Up davon, dass man allein davon, dass man nur rumgelaufen ist. Und ja. Und die Gegner leveln auch ab, werden stärker, machen mehr Schaden, können mehr Schaden einstecken. Und man selbst ist genauso schlecht wie vorher. Man kann nur schneller laufen. Und das ist ja nicht wirklich Sinn und Zweck. Ups. So, dann wollen wir mal. Nein, einer ist schon gestorben. Wahrscheinlich sollte ich mir nicht so viel Zeit lassen bei der Toröffnung. Oh, scheiße, da ist noch einer gestorben. Geh weg! Oh, oh. Oh, oh.
Moment, wie machen wir das? Oh oh, das ist nicht gut. Moment. So, ein bisschen Heil dran. Hm. Au! Hört auf! Hilfe! Wow, das war knapp. Also wie ihr seht, mit dem Schwert kann es echt oft extrem einfach. Boah, das war knapp, ey. Gut, ich habe mich auch ein bisschen doof angestellt. Ich stand jetzt genau in der Ecke und habe mich umzingeln lassen. Und oh, oh. Dieser Abschnitt also, ist Savrian, frei. Dieser Pfeil in deiner Brust sieht nicht sehr gesund aus. Finden, bevor es zu spät ist. Los geht's. Ja, los geht's. Du kannst gut reden. Ich bin ja fast gestorben, weil deine Männer vorgestürmt sind. Mann, Mann, Mann. Und dann haben deine Männer nicht mal eine tolle Rüstung. Oh, 4 Schutz. Ups. Ach, halt. Ich glaube, das ist schwere Rüstung, oder? Ja, damit kann ich nichts anfangen. Tut mir leid, dass ich dich ausgezogen habe. Also ich glaube, die Sache mit den Pfeilen... Oh, Hammel. Ist besonders gut umzusetzen, wenn man in Dungeons unterwegs ist oder generell alleine unterwegs ist und viel Zeit hat, sich vorzubereiten. Da hat man nämlich schön viel Zeit, seine Schüsse perfekt zu platzieren. Man konnte ja schon im ersten Dungeon sehen, dass ich eigentlich recht viele Headshots verteilt habe. Oder generell erfolgreiche Schleichangriffe ausgeführt habe, die dann viele Monster geone-shottet haben. Was natürlich sehr praktisch war. Und in so großen Schlachten muss man als Bogenschütze eben eher in den hinteren Reihen stehen. Klingt auch logisch, aber das Problem ist, dass die Krieger, die vor einem herrennen, einem oft in die Sichtlinie rennen und dann ist es sehr unpraktisch mit dem Pfeil und Bogen rumzulaufen. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Ich glaube, ich nehme einfach hier erstmal das Schwert. Plus auf dem Schwert hat man schöne Bluteffekte. Ah, sieht das toll aus. So. Dann wollen wir mal weitermachen. Nimm das! Ja. Au! Ich bin auf eure... Wow, ich bin ja fast tot. Warum bin ich fast tot? Ich habe das gar nicht gemerkt. Oh nein! Mal dann machen wir ein bisschen Ausdauer wiederherstellen. Seite. Ich glaube, ich muss dann echt... Und jetzt greift um und verblutet. Warum habe ich keinen zusätzlichen Schaden gemacht? Ich habe mich angeschlichen und er hat mich nicht gesehen. Das heißt, selbst wenn andere Monster dich sehen, dann zählst du trotzdem für alle Monster als entdeckt und du kannst keinen Schaden mehr machen. Ist zwar ein bisschen blöd, aber... Na gut, wie sollte man das auch anders klären? Und ich glaube, ich werde doch noch Alchemie hochskillen. Weil, so wie das hier läuft, das geht absolut nicht. Alchemie ist natürlich praktisch, wenn man sich dann extrem mächtige Tränke machen kann. Auch Hot-Tränke, also Heal Over Time. Und die können später richtig stark werden. Dann kann man vor einem schwierigen Kampf einfach einen so einen guten Heiltrank einwerfen und dann wird man durchgehend so extrem stark geheilt, dass man sich dann um nichts mehr kümmern muss. Woher kriege ich den Feuerschaden? Was zur Hölle? Ist hier irgendwo ein Spawner drin, oder? Oh Gott, deswegen benutze ich einen Bogen, damit ich so hässlichen Visagen nicht näher bewegen muss. Aber er macht viel Schaden. Hör auf! Hilfe! Jungs, macht ihn fertig! Gut so.
Ich bin klein und schwach, ich bin nur ein Bogenschütze. Ich kann das nicht. So. Hey, Chef. Alles klar, das war's. Wir werden hier die Stellung halten. Ihr geht hinter das Schloss und findet den Herzog. Kommt nicht ohne ihn zurück. Ja, wie wär's dann mal mit etwas Unterstützung? Ich hab vergessen, wo der Eingang war. Verzeiht mir. Das ist zu Quatsch. Ach, ihr kommt mit. Na, das ist gut. Also, wenn er in die Richtung gewendet ist, dann ist wahrscheinlich hier der Herzog. Und da ist auch ein Thron. Ja, das sieht ziemlich nach Herzog aus. Ich will unbedingt meinen Unsichtbarkeitsbell. Tür zur großen Halle. Ja, das klingt doch mal gut. Ich hoffe nur, die anderen Krieger werden dann etwas Feuer für mich abfangen. Das wäre nicht schlecht. Und auf 50 Schütze habe ich dann, bin ich nicht mehr von der Stufe her auf Lehrling, sondern ich glaube Geselle. Dann sollten meine Pfeile noch irgendeine zusätzliche Fähigkeit bekommen, irgendwie Stun oder was auch immer. Ich mache echt wenig Schaden. Wenn man nicht den ersten Hit kriegt, dann ist der Schaden echt grottig. Oh, Akrobatikfähigkeit verbessert. Durch ein Buch lesen. Durch das Lesen eines Buches. Oh, ich fühle mich schon wendiger und ich denke, ich kann höher springen. Wie? Durch das Lesen eines Buches? Ja, natürlich. Da standen ein paar interessante Sachen. Was zur Hölle ist hier wieder los? Warum sind die Leute tot? Inkompetenz. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Und warum bin ich schon wieder fast tot? Das gibt es einfach nicht. Ich bin es überhaupt nicht gewohnt, so stark auf die Fresse zu kriegen. Ja, wusste ich doch. Sie können durch die Türen. Warum habe ich den jetzt nicht getroffen? So. Hier, nimm du mir mal etwas Arbeit ab. Und hör auf, mir in meinem Weg zu stehen. Gott. Schaut euch das an. In ihm stecken 5 Pfeile und ich kann keinen einzigen looten. Wie deprimierend ist das denn? Und ich weiß auch nicht, ob ich mich gerade extrem doof anstelle. Weil irgendwie sind diese Kills nicht mehr so einfach mit dem Bogenschützen. So. Ja. Oh nein. Und irgendwie sind diese Viecher hier viel stärker als die, denen ich in Oblivion begegnet bin. Und ich dachte, das sind eigentlich die gleichen. Ja, vielleicht sind die auch nur ein bisschen schwieriger, weil es eben eine Storyline-Mission ist. Dann dachten die sich, dass die hier nochmal einen draufsetzen. Ah, das ist doch nicht mal normal. Ich brauche 10 Pfeile oder so, um so einen niederzustrecken. Was für ein Act. Oh je. Also wenn ich nicht meinen Schleichangriff kriege, dann ist das wirklich eine Pain in the Ass. Ohne Witz. Noch 15 Pfeile, das ist auch nicht sehr gut. Nein, ich habe mich selbst angezündet.